Und ich rufe auf Top 58, den Setzpunkt, den Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Hessens Schneckentempo beim Gigaausbau beenden, Drucksache 20-5740, mit Top 86, dem dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-5785, mit Top 93, dem dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-5803. Und ich rufe für die FDP-Fraktion Herrn Stierbock auf. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn digitale Infrastrukturen die Straßen des 21. Jahrhunderts sind, dann ist Hessen das Land der digitalen Schlaglöcher. Darüber kann auch Ihr heute veröffentlichtes Breitband-Dashboard nicht hinwegtäuschen. Im Gegenteil, dieses heute veröffentlichte Breitband-Dashboard zeigt etwa, dass nur in etwa 43% der Gewerbegebiete Gigabit-Anschlüsse vorhanden sind und nur für 51% der Haushalte eine Anschlussmöglichkeit mit mindestens 1000 Mbit Downloadbreite zur Verfügung steht. Allerdings, Frau Ministerin, fühle ich mich schon sehr geehrt, dass nach dem Geodatenportal heute mit dem Breitbandportal zwei Online-Angebote vor bzw. während meiner Rede zu diesbezüglichen Setzpunkten der Freien Demokraten freigeschaltet worden sind. FDP wirft. Und Frau Ministerin, man kann von Herrn Minister Al-Wazir sicherlich einiges lernen. Diese PR-Tricks sollten Sie aber nicht unbedingt übernehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Aktionismus der Landesregierung kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Digitalisierungsdefizite und die Schwächen unserer digitalen Infrastruktur uns allen in der Corona-Krise eindrücklich bewusst geworden sind. Der Frankfurter Internetknoten hat im November 2020 den Höchstwert von 10 Terabit je Sekunde erreicht. Das entspricht zum Beispiel 2,2 Millionen Videos in HD-Qualität. Der DZIX ist mit diesen Datenrekorden bisher sehr gut klargekommen. Die Grenzen unserer digitalen Infrastruktur haben wir aber an den heimischen Rechnern, an den heimischen Tablets, an den heimischen Smartphones erlebt. Hört ihr mich noch? Ist wohl der meistgesagte Satz bei Videokonferenzen. Bei den Endnutzern zeigt sich das deutsche Netz und auch das hessische Netz. Das sind keine Highspeed-Netze. Frau Ministerin, Frau Professor Sinemus, Sie haben ja so ein paar Bausteine, mit denen Sie gerne die Leistungsbilanz der Landesregierung in der Infrastruktur schönreden. Die angeblich letzten Funklöcher, die Sie schließen wollen. Dabei weiß jeder von uns, Hessen ist das Land der Funklöcher, funklöchrig wie ein Schweizer Käse. 99,8% Netzabdeckung. Dabei weiß jeder, dass es keine Flächenabdeckung, sondern eine Haushalteabdeckung ist. 4.500 modernisierte und 382 gebaute Funkmasten, von denen kein einziges das Land Hessen finanziert hat. Und neues Baustein, das Angebot an Gigabit-Anschlüssen, das mit hoher Dynamik zunimmt. Dabei ist der Glasfaser-Turbo bisher ausgefallen. Deutschland liegt im OECD-Vergleich abgeschlagen auf einem der letzten Plätze. Und in Hessen ist gerade einmal für 13,6% der Haushalte im ländlichen Raum Gigabit verfügbar. Von den 100% Glasfaser bis 2030, das die Landesregierung anstrebt, sind wir himmelweit entfernt. In Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, führen Sie gleich in Ihrem ersten Absatz ausführlichst, allen Ernstes, eine Statistik auf, bei der Hessen vorne liegt, nämlich mit 50 Mbit-Anschlüssen.
Wie verzweifelt müssen Sie eigentlich sein? Das ist nicht Giga, das ist Gaga, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Gigabit-Gesellschaft haben Sie jedenfalls nicht verstanden. Sie versprechen in Ihrer Gigabit-Strategie, bis 2030 alle Haushalte mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Mit unserem Antrag wollen wir Sie bei diesem gemeinsamen Ziel unterstützen. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie leisten mit ihrem Antrag der Landesregierung eine gute Hilfestellung. Denn eins ist klar, es muss anders werden, damit es besser wird. Nie gab es mehr zu tun. Frau Ministerin, Sie werden sicherlich gleich Zahlen präsentieren, dass sich die Zahl der Gigabit-Anschlüsse in den letzten Jahren verbessert hat. Das ist aber nicht, wie die Koalitionsfraktionen unterstellen, der Gigabit-Strategie der Landesregierung zu verdanken. Es war die Modernisierung des TV-Kabelnetzes, die der Schnecke in den letzten Jahren tatsächlich einen kleinen Schubs verliehen hat. Der Glasfaseranteil ist weiterhin verschwindend gering. Schnelles Kupfer und Kabel allein sind aber nicht die Dateninfrastruktur der Zukunft. Deren Möglichkeiten sind jetzt weitgehend ausgeschöpft. Wiederholen wir daher nicht die Fehler der Vergangenheit, als wir uns mit einem mittelmäßigen, nein, nicht einmal mittelmäßigen Netz zufrieden gegeben haben. Ihr Ziel, Frau Ministerin, das beste deutsche Flächenland zu werden, das greift viel zu kurz. Das ist ambitionslos. Vergleichen wir uns doch nicht mit Thüringen. Messen wir uns mit den Staaten mit einem Top-Glasfasernetz. Messen wir uns mit Südkorea. Messen wir uns mit Japan. Messen wir uns mit Schweden. Mit einem einfachen Weiter-so bekommen wir Glasfaser jedenfalls nicht in jedes Gebäude. So werden wir keine Gigabit-Gesellschaft. Frau Sinemus, Sie und die Kolleginnen und Kollegen der Koalition werden gleich sagen, dass die Landesregierung schon Millionen für den Breitbandausbau bereitstellt. Es liegt aber nicht an den Mitteln, es liegt mehr am Mittelabruf. Das derzeitige Fördersystem ist viel zu bürokratisch. Viele Kommunen, nicht nur in Hessen, beklagen, dass die Beantragung mit derart hohen Hürden verbunden ist, dass sie auf Antragstellung letztlich verzichten. Sozialdemokraten und Freie Demokraten zeigen Ihnen heute zwei Wege, wie wir vorankommen können. Unser Vorschlag geht aus unserer Sicht weiter. Wir wollen Gigabit-Förderung neu denken, weil Deutschland auch im internationalen Vergleich eine sehr niedrige Take-up-Rate für Glasfaseranschlüsse zeigt und eine Nachfrageschwäche, sehr wohl, Herr Honka, das ist so, eine Nachfrageschwäche hat. Wenn wir, Herr Honka, eine Gigabit-Gesellschaft werden wollen, wenn wir zukunftsfähig werden wollen, Herr Honka, dann müssen wir die Nachfrage stimulieren. Und unser Vorschlag ist eben, schaffen wir Gutscheine für Bürger und Unternehmen zur Teilfinanzierung von Glasfaseranschlüssen. So können wir der hessischen Glasfaserschnecke wirkungsvoll und unbürokratisch Beine machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser System hat für alle nur Vorteile. Bürger und Unternehmen erhalten eine greifbare Unterstützung, wenn sie sich für Glasfaseranschlüsse entscheiden. Für die Telekommunikationsunternehmen erhöht ein Gutscheinsystem Planungssicherheit. Auch für die Kommunen wird es einfacher. Gutscheine nehmen ihnen die Last einer Bedarfsermittlung und der komplizierten Antragsstellung. Mit dem Gutscheinsystem fließt die Förderung dorthin, wo eine konkrete Nachfrage vor Ort besteht. Wenn sich mehr Bürger, wenn sich mehr Unternehmen dank eines Gutscheins für einen Glasfaseranschluss entscheiden, werden Ausbaugebiete attraktiver und vorher unwirtschaftliche Gebiete erschließbar. So kommt auch im ländlichen Raum die Gigabit endlich voran, der Ausbau. Es ist kein Geheimnis, dass die Bau- und Planungskapazitäten für den Glasfaserausbau begrenzt sind, dass sie teuer sind. Umso wichtiger ist es, dass wir nachfrageseitige Förderung nutzen und einen verlässlichen Rahmen setzen. Die Koalitionsfraktionen schreiben in ihrem doch sehr dürftigen Antrag, dass eine Gutscheinförderung zu bürokratisch und beihilferechtlich schwierig sei. Argumente nennen Sie dafür
nicht. Experten, zum Beispiel die Deutsche Monopolkommission, sieht das anders, ist anderer Meinung. Sie empfiehlt ausdrücklich Gutscheine als wettbewerbsfreundliche Fördermöglichkeit. Schauen wir doch etwa nach Großbritannien. Dort werden Gigabit-Gutscheine bereits erfolgreich eingesetzt. Schauen wir ins schwarz-grün regierte Baden-Württemberg. Dort hat die Landesregierung angekündigt, ein Gutscheinsystem umzusetzen. Vielleicht liegt es daran, dass es grün-schwarz ist. Liebe Hessische Landesregierung, das sollte uns Ansporn genug sein, auch in Hessen neue Wege in der Gigabit-Förderung zu gehen. Versuchen wir alles, was wir können. Machen wir Hessen zum Gigabit-Vorreiter. Es wird endlich Zeit, den Gigabit-Turbo zu zünden. Herzlichen Dank. Als nächstes hat sich nun Herr Honka von der CDU zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Stirböck, ich fühlte mich ja vorhin schon geehrt, dass Sie versuchen, einen Kollegen anzusprechen, der noch nicht einmal einen Zwischenruf bei Ihnen gemacht hat. Aber das war der Kollege Leveringhaus, falls Sie den Namen vergessen haben sollten, der sich an der Stelle mit Ihnen auseinandergesetzt hat und Ihren Argumenten. Von daher, Thorsten, tut mir leid, aber er hört scheinbar schlecht auf dem Ohr. Ja, ich will zu manchem etwas sagen, was der Kollege Stirböck eben vorgetragen hat. Also eines ist mir zumindest aufgefallen, die Länder, die er aufgezählt hat, von Südkorea, Japan und ich weiß nicht, wer das dritte war, da gibt es jeweils keine FDP. Also scheinbar, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht genau, dass, weiß nicht, warum er sich solche Beispiele sucht. Nach Thüringen wollte er explizit nicht gucken. Und es gibt manches dazu zu sagen. Ich glaube, die Zahlen, wie viele Millionen wir an Fördermitteln ausbreiten, werden wir sicherlich noch hören. Und wir haben ja drei Anträge auf dem Tisch. Von daher möchte ich mich mit einem Bundesland beschäftigen, das Herrn Kollegen Stirböck ganz besonders gefallen sollte. Ich werde es jetzt erst einmal kurz etwas zitieren mit Ihrer Genehmigung, Frau Präsidentin. Ein kleiner Text aus einer Anfrage in einem anderen deutschen Landtag. Und vielleicht wird Herr Stirböck dann noch einmal neu über seine Argumente nachdenken. Zitiere: Die Landesregierung sieht in dem Voucher-Modell als nachfrageorientierte Fördermaßnahme für kleine und mittelständische Unternehmen grundsätzlich ein vielversprechendes Instrument für den flächendeckenden Ausbau durch Nachfragestimulation. Das wird Ihnen noch gefallen soweit. Sie hat sich daher intensiv mit dessen praktischer Umsetzung im Rahmen des europäischen Regelsystems befasst und festgestellt, dass hierzu ein komplexes und aufwendiges Förderverfahren in Abstimmung mit der EU-Kommission erforderlich wäre. Hierbei liegen die verfahrens- und beihilferechtlichen Hürden so hoch, dass eine zielorientierte, unbürokratische und effiziente Förderung unter dem derzeitigen europäischen Beihilferegime nicht umsetzbar erscheint. Hört, hört, möchte man da fast schon sagen. Und, zum Ergebnis zu kommen, ein Voucher-Modell eignet sich als Instrument für die Erreichung des oben genannten Ausbauziels daher derzeit nicht. Eine angebotsseitige Förderung wie die aktuelle kontinuierlich verbesserte Förderpraxis ist im aktuellen Regelungskontext deutlich effizienter. Daher hat die Landesregierung auf die Einführung eines Modellversuchs verzichtet. So viel das Zitat. Und, Herr Kollege Stirböck, vielleicht setzen Sie sich mit dem Autor dieses Zitats ein wenig auseinander. Es ist Ihr Parteikollege Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im wunderschönen Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfälischer Landtag, Drucksache 17-10216 aus dem Juli 2020, also kein Jahr her. Ich glaube, die Ideen waren dieselben, aber wenn man sich mit der Sache beschäftigt hat, kommt man leider zu einem ganz anderen Ergebnis. Und deswegen kann ich nur sagen, das, was bei uns im Antrag drinsteht, zu der Frage, dass wir das als ineffizient ansehen, ist uns von einer anderen Landesregierung, die sich intensiv damit beschäftigt hat, weil sie genauso begeistert von der Theorie war wie Sie, bescheinigt worden, dass das der falsche Weg ist und dass unser Förderweg, glaube ich, der richtige ist. Wir wissen auch alle, und an der Stelle kann man auch sagen, es ist gut, dass wir Föderalismus haben. Jedes Bundesland geht einen etwas anderen Weg dabei. Und ich glaube, unser Weg in Hessen zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit der Gigabit-Strategie.
Insofern ein kleines Lob möchte ich dann doch auch der SPD zollen, die in ihrem Antrag der deutlich realistischer ist und mit der Realität sich auch auseinandersetzt. Weil auch die Probleme auf der Nachfrageseite, was Bauunternehmen angeht, was Tiefbau angeht, was Genehmigungsverfahren angeht, spielen eine ganz große Rolle dabei. Und mit Verlaub, wir alle kennen auch die Unternehmen und wir kennen die Förderregime. Und wir wissen auch, je weiter die Hürden gesenkt werden, um wieder neue Beihilfestrukturen schaffen zu können, das wissen nicht nur wir Politiker, das wissen auch die Unternehmen. Und die schauen natürlich auch zum Teil ganz genau hin, wann wird in absehbarer Zeit wo welche Förderschwelle gesenkt, um dann wieder an neue Fördertöpfe eventuell herankommen zu können. Also von daher, das sollte man nicht außer Betracht lassen, weil wir sind hier nicht nur allein diejenigen, die dieses Herrschaftswissen für uns haben. Dieses ganze Sammelsurium betrachtet, denke ich, dass wir mit unseren Strategien hier in Hessen partnerschaftlich mit der Industrie zusammen dafür zu sorgen, dass Funklöcher geschlossen werden, dass die Netze ausgebaut werden, auf einem richtigen Weg sind. Und insofern gestatten Sie mir es noch abschließend noch einmal zu sagen, Herr Kollege Stierberg, wenn neue Masten errichtet werden, ohne dass dafür Steuergeld eingesetzt werden muss, dann ist es der absolut richtigste Weg von allen, weil er ist marktorientiert und es kommt dann für den Nutzer am besten und für den Steuerzahler am günstigsten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bitte nun Herrn Effringhaus ans Rednerpult von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, also Herr Stierbeck, auch für Sie nochmal Thorsten Leveringhaus, Hartmut Honka zum Vergleich. Aber zur Rede. Der Breitbandausbau ist einer, wenn nicht das wichtigste Ziel unserer hessischen Digitalstrategie. Und das zu Recht, denn über die Zukunft zu reden, ist ja immer schwierig, bis teilweise unmöglich, aber dass ausschließlich ein Glasfaseranschluss die Technik der Zukunft ist, da sind sich dann doch alle ExpertInnen einig. Wenn der Herr Rock auch. Dankeschön. Denn nur Glasfaserkabel können praktisch unbegrenzt Daten durchleiten. Alle anderen Techniken stoßen doch eher früher als später da an ihre Grenzen. Und ich hoffe doch nicht, liebe FDP-Fraktion, dass es diese Grenzen waren, über die ich gerade gesprochen habe, die dafür gesorgt haben, dass der Antrag Smart Germany Gigabit-Gutscheine für den Breitbandausbau, den Ihre Bundestagsfraktion am 16. Oktober 2019 gestellt hat, so lange gebraucht hat, bis er den Weg von Berlin hier nach Wiesbaden gefunden hat. Sie beginnen, und da bin ich ja auch noch ganz bei Ihnen, wahrscheinlich sind wir das alle hier im Haus, mit der gesagten Feststellung, dass wir Glasfaseranschlüsse brauchen und einen flächendeckenden Ausbau vorantreiben müssen. Zu einem Ausbau gehören ja aber vor allem zwei Dinge. Ich brauche einerseits die finanziellen Mittel und ich brauche vor Ort die Kapazitäten. Ich brauche die Firmen, die den Ausbau bewerkstelligen können, meistens im Tiefbau. Und an den fehlenden finanziellen Mitteln fehlt es wahrscheinlich nicht. Allein wir als Hessische Landesregierung geben ja mit 270 Millionen eine Rekordsumme aus, um den Ausbau voranzutreiben. Wir verfolgen damit konsequent die Ziele unserer Gigabit-Strategie. Und wir haben auch mit den regionalen Breitbandberatungsstellen oder den Kreiskoordinatoren besonders den ländlichen Raum im Auge. Und dann gibt es neben den Telekommunikationsunternehmen auch eben noch andere Firmen auf dem Markt, auf die man vielleicht nicht beim ersten Gedanke kommen könnte. Ich möchte hier eine Kooperation ansprechen, die zwischen Telefonica und der Allianz. Die haben sich einen sehr schönen klingenden Namen gegeben, wie ich finde, unsere grüne Glasfaser. Und die wollen 5 Milliarden Euro ausgeben und dafür 50.000 Kilometer Glasfasernetz verlegen. Und David Zimmer, der Präsident des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten, geht sogar von einer Investitionssumme von über 20 Milliarden Euro aus, die in den nächsten Jahren hier investiert werden. Also Sie sehen, am Geld, was in den Markt fließt, um den Ausbau voranzutreiben, liegt es nicht. Anders, und das hat ja auch die SPD festgestellt in ihrem Antrag, sieht es beim realen Ausbau vor Ort aus. Wir haben fehlende Kapazitäten beim Tiefbau und damit auch einhergehende Preissteigerungen, die wiederum Ausbauprojekte unwirtschaftlich werden lassen könnten. Hier helfen uns an dieser Stelle aber Gutscheine doch überhaupt nicht bei diesen fehlenden Kapazitäten. Stattdessen sollten wir meiner Meinung nach alternative Verlegetechniken, und ich nenne jetzt nur mal zwei Stück, das ist das Trenching oder das die Überbohrtechnik, stärker ins Auge fassen und deren Akzeptanz erhöhen.
Denn wenn ich mich mit Telekommunikationsunternehmen unterhalte, wenn ich mich mit dem Bundesverband Breitbandkommunikation unterhalte, höre ich immer wieder, dass es da lokal Vorbehalte gibt gegen diese Techniken und dass sie deswegen nicht eingesetzt werden, um die Kabel unter die Erde zu bringen und die Häuser anzuschließen. Und da liegt es ja an uns MDL, auch an uns MDL, gerade den digitalpolitisch Aktiven, hierfür zu sorgen, wenn wir im Land unterwegs sind, dass diese Akzeptanz steigt. Aber auch hier gehen wir ja schon neue Wege, weil wir eben diese Engpässe erkannt haben. Wir haben es in unserem Antrag genannt, als Beispiel die Kooperation mit Maschinenring e.V. im Kreis Bergstraße. Wenn die SPD also fordert, dass wir Informationskampagnen starten sollen und dass wir die Engpässe im Baugewerbe angehen sollen, kann ich nur sagen, haben wir erkannt, machen wir schon. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun auf folgende Formulierung aus dem zweiten Absatz des FDP-Antrages eingehen. Ich lese mal wortwörtlich vor. Die Take-up-Rate für Glasfaseranschlüsse und die Zahlungsbereitschaft der Endkunden für gigabitfähiges Internet sind nach wie vor unzureichend ausgeprägt. Also für die These einer nicht ausgeprägten Zahlungsbereitschaft hätte ich nach diesen vielen, vielen Monaten Homeoffice und oder Homeschooling doch gerne mal eine Bereitschaft, weil ich denke, da hat sich einiges verändert, weil die Leute eben gesehen haben, was ich für einen Anschluss brauche, um von zu Hause aus zu arbeiten, um Videokonferenzen zu machen, während das Kind in der anderen oder die Kinder, können ja auch mehrere sein, im anderen Raum auch noch Schule machen sollen von zu Hause. Und klar kennen auch wir, kennen auch ich die Artikel, gerade aus dem ländlichen Raum, gerade von älteren Bewohnerinnen in diesen Räumen, aber auch in den Städten, die sagen, ja, ich nutze ja noch nicht mal das Internet, was will ich denn jetzt noch mit dem Breitbandanschluss? Aber da hat sich doch sehr viel geändert in den letzten Jahren. Es wird eben erkannt, dass ein Glasfaseranschluss nicht nur dafür da ist, dass ich schnell ins Internet komme, sondern dass es auch für meine Immobilie, für mein Objekt wertsteigernd sein kann, weil es eben so ist, wenn wir auf den Immobilienmarkt gucken, das ist mittlerweile einer der ersten, wenn nicht die wichtigste Frage von Interessenten ist, wie schnell ist denn mein Anschluss, wenn ich hierher ziehe, wie schnell ist mein Internet und deswegen, allein deswegen die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen steigt. Und dann hatten Sie ja die... Und dann hatten Sie die Take-up-Rate erwähnt und hatten gesagt, die ist grottenschlecht. Da will ich doch mal näher drauf eingehen, denn dabei dürfen wir einen wichtigen Fakt nicht vergessen. Wir haben in Hessen eine Abdeckung, wir haben es auch im Antrag stehen, von 96,5% der Haushalte, die eine Versorgung von 50 Mbit haben. Kupfer, ja, okay, ich glaube gleich darauf ein, was das bedeutet, aber wir haben eben diese Abdeckung. Damit liegen wir auf Platz 2 bei den Flächenländern, betrachten wir uns die Gewerbegebiete, liegen wir sogar auf Platz 1. All das Erfolge der letzten Jahre unserer Koalition und wir arbeiten weiter daran, dass wir uns den 100% immer weiter nähern, sodass wir wirklich sagen können, flächendeckend heißt auch wirklich flächendeckend. Aber diese eben angesprochene Versorgung über Kupfer mit einer Bandbreite von 50 Mbit, die gibt es in vielen anderen oder ich kann sogar sagen, in den meisten europäischen anderen Ländern gibt es diese nicht. Und trotzdem entscheiden sich hier auch bei uns in Deutschland immer mehr Menschen für einen echten Glasfaseranschluss als in den meisten europäischen Staaten. Und das möchte ich gerne mit Zahlen belegen. Und die Zahlen sind in Ihrer Veröffentlichung sogar aktueller als Ihr Antrag. Die sind nämlich vom 12.05. Ihr Antrag ist ja vom 11. Mai diesen Jahres. Letzten Mittwoch wurde das Fiber Market Panorama 2021 vom FTTH Council Europe veröffentlicht, aus dem ich hier mal zwei, drei Dinge erwähnen möchte. Die Studie stellt zuerst fest, dass wir in Deutschland zusammen mit Großbritannien und Italien die kupferstarken Länder in Europa sind. Ich hatte es eben angesprochen, das ist eine Besonderheit, die wir in Deutschland hier haben. Und trotzdem können wir starke Zuwächse im Bereich der FTTP und FTTH-Anschlüsse verbuchen. Wir haben eben eine hohe Take-up-Rate. Wir hatten im Jahr 2019 schon eine Rate von 33,5% neuer Anschlüsse. Wir konnten im Jahr 2020 noch mal uns deutlich steigern. Wir sind bei 66% neuer Anschlüsse und damit europaweit in allen, im Vergleich zu allen Ländern in Europa, unter den Top 3. Und das sind jetzt Prozentzahlen, aber wir können uns auch gerne die absolute Anzahl angucken. Das sind es 2,7 Millionen neu angeschlossene Häuser im letzten Jahr. Auch damit sind wir unter den Top 3 im Vergleich aller europäischen Länder. Und diese Ausbaudynamik, ja, da liegen auch ein paar Häuser in Hessen von den 2,7, davon kann man wohl ausgehen. Die Ausbaudynamik soll sich in den kommenden Jahren dabei noch deutlich verstärken. So geht die Preco, ich hatte Ihnen ja schon erwähnt, in ihrer Preco-Analyse 2020 sieht sie einen Anstieg auf 22 Millionen Glasfaseranschlüsse im Jahr 2023. Meine Damen und Herren, ich möchte es nicht schöner reden, als es ist. Wir haben ja noch verdammt viel vor uns, wir müssen hier noch verdammt viel machen. Aber wir haben eben auch schon eine Menge gemacht und wir gehen den Weg immer weiter.
Genannt sei hier auch die Initiative, die ja aus Hessen von Frau Dr. Sinemus gestartet wurde, die Beihilfe rechtliche Aufgreifschwelle früher fallen zu lassen, damit wir eben, Stichwort graue Flecken, da in den Bereich früher investieren können, um unsere Ziele zu erreichen. Denn wir werden weiter alles unternehmen, um den flächendeckenden Ausbau, den wir uns gesetzt haben, mit den wichtigen Jahreszahlen 2025 und 2030 zu erreichen. Und Herr Stürbeck, Sie sagen, wir sind davon meilenweit entfernt. Ich habe es kurz mal nachgerechnet. Es sind 9 Jahre, die wir von 2030 entfernt sind. Wir haben unser Ziel und gehen das an. Jetzt die entscheidende Frage zu Ihrem Antrag. Würden uns dabei Gutscheine helfen? Ich meine nein und will das jetzt auch gerne begründen. Gutscheinförderung ist ja kein neues Konzept. Ihr 2 Jahre alter Antrag beweist das. Wenn man ein bisschen im Internet sucht, wird man auch noch wesentlich ältere Quellen finden dazu. Und diese Gutscheine haben meist eine feste Höhe, die dann aber im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten, die ein Ausbau im FTP- oder FTDH-Anschluss benötigt, wenig signifikant ist. Man darf sich also schon fragen, tritt die gewünschte Nachfragesteigerung überhaupt ein? Und gleichzeitig ist es so, dass durch die feste, im Vergleich zur Gesamtsumme, wie erwähnt, sehr geringe Summe der Gutscheinförderung, die Nachfrage vor allem bei jenen da sein wird, die eh schon sagen, Mensch, komm, wir holen uns jetzt einen Glasfaseranschluss und das nur noch als letzten Stups nehmen und so sagen, okay, das nehmen wir jetzt auch noch mit und holen uns den Glasfaseranschluss. Etwas platt gesagt, wir fördern genau jene Menschen, die eh schon wohlhabend sind und nicht die Geringverdiener, die sich den Anschluss nicht leisten können. Ich bin mir nicht sicher, ob so staatliche Unterstützung, ob so die Verwendung von Steuergeldern aussehen sollte. Und da komme ich zum zweiten Punkt, und da wundere ich mich ja schon sehr über die FDP, denn Sie betonen ja immer wieder, wie streng Sie darauf achten, wie Steuergelder verwendet werden, und Sie wollen ja mit den Gutscheinen auch Unternehmen fördern, ohne zu unterscheiden, ob die profitabel arbeiten oder nicht. Sie erwähnen das Beispiel Großbritannien, das möchte ich dann auch gern machen. Hier wurde die Nutzung von diesen Gutscheinen im Nachgang evaluiert. Da haben 1/3 der Firmen angegeben, ja, wir hätten uns eher einen Anschluss besorgt. Man kann diese Mitnahmeeffekte natürlich verhindern. Aber spätestens dann sind wir doch nicht mehr bei einer unbürokratischen Förderung, sondern bei einem Bürokratieaufwand, der den Ausbau weiter behindern würde. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende, weil die Zeit auch abgelaufen ist. Wir erkennen an, wie wichtig der Breitbandausbau in Hessen und in Deutschland ist. Dafür haben wir verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, deren Auswirkungen wir inzwischen auch an reellen Zahlen ablesen können. Eine Gutscheinförderung, wie von Ihnen gefördert, hätte aus unserer Sicht so große Nachteile bzw. falsche Steuerungswirkungen, dass wir Ihren Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Felstehausen von den Linken zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es besteht auch überhaupt kein Zweifel daran, dass das Glasfasernetz schnell und flächendeckend ausgebaut werden muss. Und um das festzustellen, brauchen wir, glaube ich, keinen Antrag der FDP. Gerade in der Corona-Krise mussten wir ja feststellen, wie verheerend es ist, die Herausforderungen der Digitalisierung zu spät erkannt zu haben und viel zu zögerlich reagiert zu haben, keine Schwerpunkte gesetzt zu haben und uns darauf verlassen zu haben, dass die unsichtbare Hand des Marktes diese Probleme schon lösen würde. Viel zu wenige Schulen, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Zu viele Arbeitnehmerinnen können heute nicht im Homeoffice arbeiten und zu viele Schülerinnen werden digital abgehängt, weil die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. An dieser Stelle sind wir bei der Kritik völlig bei Ihnen. Und auch teilen wir die Kritik, dass mit schlechter Internetversorgung es schwer ist, an einer modernen Gesellschaft teilzunehmen, egal ob auf Facebook, in der digitalen Verwaltung oder bei der Jobsuche. Und natürlich gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer guten digitalen Breitbandversorgung und der wirtschaftlichen Entwicklung in einer Region. Und deshalb sagen wir, ja, Zukunft braucht Glasfaser und Zukunft braucht eben keine Autobahn. Aber jetzt kommt ausgerechnet die Marktpartei FDP mit einem Antrag um die Ecke, der das festgestellte Marktversagen der privaten Anbieter durch mehr Subvention, mehr Bürokratie und eine neue Art von Gutschein bekämpfen will. Ist das wirklich noch die marktradikale FDP, die ich kenne? Meine Damen und Herren von der FDP, haben Sie doch an der Stelle mal Mut und Einsicht, auch anzuerkennen,
dass es Bereiche in der Daseinsvorsorge gibt, in denen Marktmechanismen eben nicht greifen und in denen der Staat als Ordnungsmacht gefordert ist. Der Staat ist hier gefordert, den Rahmen vorzugeben und im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in ganz Hessen selbst aktiv zu werden. Und Glasfaserausbau ist dafür nach unserer Meinung ein sehr gutes Beispiel. 11 Milliarden Euro hat der Bund für den Breitbandausbau bisher in die Hand genommen. Eine erstmal gewaltige Summe. Aber wenn man mal genau hinguckt, und die Grünen haben im Bundestag dazu 2020 eine Anfrage gestellt, wenn man mal genau hinguckt, von diesen 11 Milliarden waren bis dahin nur 7 Milliarden bewilligt worden. Also 11 standen im Haushalt, für 7 Milliarden gab es Bewilligungen. Aber, und es kommt noch viel schlimmer, tatsächlich waren nur 570 Millionen Euro aus dem Förderprogramm abgerufen worden. Das ist doch offensichtlich unser Problem an dieser Stelle. Und ähnlich sieht es doch auch in Hessen aus. Es standen in den Jahren 2015 bis 2020 Bundesmittel in Höhe von 105 Millionen Euro zur Verfügung. Und bei dieser Summe sind die Landesmittel ja noch gar nicht eingerechnet gewesen. Aber auch von diesen 105 Millionen Euro waren bisher lediglich 20,5 Millionen tatsächlich abgerufen, also nicht einmal 20% der zur Verfügung stehenden Mittel. 85 Millionen Euro stehen also allein aus Bundesmitteln für den Breitbandausbau in Hessen zur Verfügung, ohne dass sie tatsächlich in die Fläche kommen. Und jetzt kommen Sie von der FDP und fordern ein neues Förderprogramm. Es liegt doch nicht wirklich an der Bereitstellung öffentlicher Mittel, dass es an der Stelle nicht vorangeht. Es hilft doch nicht, die Dosis bei einer Arznei zu erhöhen, wenn sie nicht geeignet ist, die Krankheit zu bekämpfen. Was wir brauchen, sind tatsächlich andere Rezepte, aber vor jeder Therapie kommt zunächst erstmal die Diagnose beim Arzt. Lassen Sie uns doch mal genau hinschauen, warum die zur Verfügung stehenden Mittel bisher nicht zielgerichtet abgerufen worden sind. Und da gibt es einige Gründe, wenn man mit den Expertinnen und Experten der Glasfasernetze spricht. Sie sagen zum Beispiel, die privaten Anbieter haben sich zuerst einmal die Sahnestücke herausgegriffen. Urbane Gebiete mit vielen potenziellen gewerblichen und privaten Kunden, ohne lange Wege zwischen den Hausanschlüssen. Hier ist schnell Rendite zu erzielen, und deshalb wurden die Leitungen auch schnell verlegt und die Anschlüsse zur Verfügung gestellt. Aber jetzt gilt es nach diesem Schritt, die Breitbandnetze auch in die Fläche zu bringen, dort, wo in Hessen 60% der Einwohnerinnen und Einwohner wohnen. Und hier sind die Wege eben weit, und dort sind hohe Investitionskosten für die Betreiber zu erwarten. Und als Zweites verstricken sich die Antragsteller in einer Vielzahl von Genehmigungsverfahren auf kommunaler Ebene, auf der Ebene des Landes und der vielen anderen Vorhabenbeteiligten. Anträge müssen nicht selten papierhaft in mehreren Ausfertigungen DIN A0 groß in die Rathäuser getragen werden. Bearbeitungsfristen von mehr als 18 Monaten sind da keine Seltenheit, wenn man mal in den Rathäusern nachfragt. Hier müsste das Land Hessen mit klaren Regelungen der Standardisierung, einer Digitalisierungsoffensive der Bauämter, ja, und letztendlich auch mit mehr fachlicher und personeller Unterstützung helfen. Der Personalabbau, und dann komme ich da an der Stelle wieder zur FDP, der Personalabbau im öffentlichen Sektor, den gerade die FDP immer gefordert hat, das Dogma des schlanken Staates, das rächt sich jetzt auf Ihre Weise, wenn es darum geht, die Innovationsfähigkeit von Deutschland zu erhöhen. Und wenn endlich die Genehmigungen vorliegen, die Kapazitäten für die Umsetzung da sind, dann kommt das nächste Problem. Wer Förderprogramme in konjunkturellen Hochphasen auflegt, der darf sich eben nicht wundern, wenn Fachkräfte knapp sind und die Preise explodieren. Der landesweite Glasfaserausbau ist kein Kurzstreckensprint. Es braucht verlässliche Planungen, damit sich Investitionen in teure Maschinen eben rechnen und die Einstellung von qualifizierten Mitarbeiterinnen zu guten Löhnen dann tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum sichergestellt ist und die Maschinen für einen längeren Zeitraum auch ausgelastet sind. Auch das ein Problem, die Kurzfristigkeit vieler dieser Projekte. Und jetzt, wo es schwierig wird, zeigt sich aber überdeutlich, dass der liberalisierte Telekommunikationsmarkt, der ausschließlich von den Gewinnen der Aktionäre sich verschrieben hat, an seine Grenzen stößt und eben keine Lösung für alle bietet.
Als LINKE sagen wir, dass der Breitbandausbau und der Breitbandanschluss sowie Strom und Wasser heute zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehört. Und das können wir nicht einem ungeregelten Markt überlassen, meine Damen und Herren. Hier ist der Staat in der Pflicht. Denn wie beim Kanalnetz muss unter diesen Prämissen nicht zuerst gefragt werden, ob es sich lohnt, auch das letzte Haus in der Straße anzuschließen. Hier gilt es, ein Anschlussrecht zu bezahlbaren Preisen in Stadt und Land zu fordern, unabhängig von der erzielbaren Rendite. Und dann stößt eben das Marktprinzip an seine Grenzen. Die globale Strategieberatung von PricewaterhouseCoopers beschreibt in seinem Bericht 2020 zum Glasfasermarkt den Start des Endspiels um den goldenen Nugget. Also den äußerst attraktiven Gebieten in den Ballungsräumen, die sich durch eine hohe Siedlungsdichte und Unternehmensdichte auszeichnet. DIE LINKE fordert aber kein Endspiel für wenige, sondern eine sichere Versorgung für alle, egal wo sie in Hessen wohnen. Und noch einmal, es scheitert nicht am Geld in der Telekommunikationsbranche. Drei Zahlen dazu. Vodafone Deutschland machte in den letzten fünf Jahren 18,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern. Die Deutsche Telekom, das Nettoergebnis lag im gleichen Zeitraum bei 16,4 Milliarden Euro. Und selbst der drittgrößte Anbieter im deutschen Telefonmarkt, die Telefonica Deutschland, konnte noch 9,6 Milliarden Euro vor Steuern erwirtschaften und anschließend an ihre Aktionäre verteilen. Und diese Gewinne, meine Damen und Herren, werden eben nicht in einen zukunftsfähigen Ausbau des Glasfasermarktes investiert. Hier liegt der Return of Invest bei ungefähr 20 Jahren. Und daher fließt dieses Geld eher in Form von Dividenden in Richtung der Aktionäre. DIE LINKE bleibt bei ihrer grundsätzlichen Haltung, dass Aufgaben des Gemeinwohls in öffentliche Hand gehören und nicht nur dort, wo es gilt, die Defizite der Privaten zu kompensieren. Statt erst mit öffentlicher Förderung zu dem marktgerechten Ausbau etwas zu fördern und anschließend die Nachfrageseite mit Gutscheinen zu päppeln, sollten wir das Geld dort bereitstellen, wo es tatsächlich allen nützlich ist, bei den Kommunen, bei den kommunalen Versorgern und bei den Stadtwerken. Diese sind dann Gewährsträger dafür, dass die Telekommunikationsanbieter ihre Netze tatsächlich auch diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen und dass sich die Kunden, und das ist die Sorge von vielen, und deshalb ist die Take-up-Rate auch so gering, dass die Kunden sich nicht über Jahre an einen Versorger binden müssen, der ihnen dann auch noch vorschreibt, wer die digitalen Daten am Ende liefert. Und daher mein Fazit und unser Fazit zu Ihrem Antrag, das Marktversagen bei zentralen Aufgaben der Zukunftssicherung kann man nicht mit Subventionen bekämpfen. Es braucht hier einen klaren Richtungswechsel. Wir brauchen mehr Mut zum Öffentlichen, und wir brauchen Glasfaser für alle statt subventionierte Gewinne für weniger. Und deshalb können wir den Antrag der FDP zum Gutschein nur ablehnen. Vielen Dank fürs Zuhören.